So, ich mache heute mal ein kleines Unpacking. Und zwar habe ich hier ein Kindle Fire HD bestellt. Und wollte mal schauen, wie sich das Tablet so, ja, welchen Eindruck es macht. Ja, also erstmal die gleiche Verpackung wie beim Kindle. Hier etwas, naja, beim iPad sah die Verpackung etwas sorgfältiger angeklebt aus. Also es ist schon mal ein bisschen Gewicht. Und da ist es. Ja, es ist relativ dick für die Größe. Das Format ist aber süß, schon klein. Du kannst in einer Hand halten, der Daumen findet Platz. Hier sind noch Kabel, aber ich glaube keine Ladekabel. Amazon liefert nur noch die Kabel, nicht mehr die Adapter. Da hätten wir es und Vergleich zum iPad. Aber wie man sieht, ist halt etwas breiter als das iPad, also in der Länge genommen. So, schaut. Guckt halt hier an der Seite was raus. Die Rückseite ist halt die Lautsprecher bestimmt, so eine gummierte Oberfläche. Ja, könnt ihr mal anmachen. Hier vielleicht, ja. Hier oben. Ah, ein sehr kompaktes, ein bisschen pummeliges Gerät. Also wenn man das iPad nimmt, das ist wahrscheinlich genauso dick. Aber irgendwie fühlt es sich doch schlanker an als der kleine pummelige Kandidat hier. Ach, hier sind die zwei Buchsen. Ich weiß gar nicht richtig wozu. Das eine ist MicroSD, das andere. Aha, da war's schon. Oh, Deutsch. Das Passwort eintippen. Ja, tippen ist sehr angenehm. Man kann halt hier so die Hand halten und tippen. Das ist schon mal sehr gut. So geht beim iPad nicht mehr ganz, weil man da ein bisschen zu viel Platz hat. So, wenn wir hier ist halt nicht ganz so bequem. So, und hier haben wir die Zeitzone. Ich bin Ingo Richter. Twitter und sowas verbinde ich mal später. Und da geht's schon los. Einkaufen, ja. Ganz wichtig für Amazon, sehr viel einkaufen. Stern, Favorit, okay. Ja, synchronisieren, schließen. Das ist es schon. Oh, das ist die Bekommen-Oberfläche. Also sehr, sehr hell, finde ich. Weiß gar nicht, ob das jetzt. Sehr interessant, das ist ja. Achso, hier hat man einen Apps-Bildschirm und hier sind die Apps drin. Das war gar kein Bildschirm wie beim iPad oder wie beim Android-Tablet oder so. Sondern halt nur diese Darstellung. Die könnt ihr jetzt laden, die sind in der Cloud und hier kann ich gucken, was auf dem Gerät ist. Silk ist zum Beispiel der Browser, meine E-Mails. Genau, hier habe ich halt, das ist interessant, Bücher. Das sind meine Bücher, die ich mal so gekauft habe. Gibt es da irgendwo Einstellungen? Nicht so richtig. Gibt es irgendwelche Gesten, die ich nicht kenne?
Ah ja, hier oben. Ja, wenn wir jetzt mal Helligkeit nehmen. Das ist jetzt die maximale Helligkeit. Wenn wir zum Beispiel iPad-Programmierung. Ach, jetzt muss das erst noch laden. Gut, dann öffnen wir nochmal das erste. So, weiß nicht, wie gut auf dem Video zu sehen ist. Wenn wir jetzt auf dem iPad ein Buch öffnen. Nehmen wir mal hier die Shades of Grey. Ich nehme jetzt mal das Thema weg, das ist gerade so ein Sepia-Thema. Ich nehme das Weiße mal und setze ja, die Helligkeit auf maximal. Interessant, der hat so ein. Das ist weißer, der ist gelblicher oder siegt. Oder Amazon hat auch so eine Einstellung. Na, ist nicht gleich. Wenn ich Sepia hier nehme, sieht er auf dem Video immer noch natürlicher aus als dort. Ja, na gut. Das war's erstmal von mir. Okay, today I'm gonna show you how to download a library ebook directly onto your Kindle Fire. So what we're gonna do, make sure you have your Fire turned on. And make sure that you're on a Wi-Fi connection. You'll see this little upside down pyramid shape up here in the upper right hand corner. Open up the web browser and you wanna go to the Wilmington Library website, which is wilmlibrary.org. Let's open that up. Then you'll see a link that says Downloads on the left-hand side. So click on that. And then you just want to follow this link under Electronic Books that says Browse eBooks from OverDrive. Of course, I clicked on the wrong thing here. Here we go. So this will take you to the MVLC OverDrive page where you can browse and look for a book. So in this upper left-hand corner, you could just put in an author's name or the title of a book that you're looking for. Or further down on the left-hand side, you can look through genres of books. And you want to be careful that you're looking at ebooks and not audiobooks for this, because sometimes it can be hard to tell which is which. So just for demonstration purposes, I'm going to look at the currently available fiction to find something that is I know I can get right away. So if I open that up here, okay, so this gives me 45 results in fiction for Kindle books that are available, so not too huge of a selection right now. But so here's a book, this Born in a Small Town, and you can see below the book, there's a link for the Kindle and a link for the Adobe EPUB. So since we're on a Kindle, we want to look at the Kindle link right here. And if it's available, it'll say add to book bag. If this book was checked out, it would say place a hold there. So you could be put on the holds list. So I'm going to hit add to book bag. And you could continue, you could check out multiple books at once, but I'm just gonna get this one, so I'm gonna go to proceed to check out. A little slow, okay. And now it's gonna ask for my library card number. So let me put that in. And now what it should do eventually, it's gonna take me over to Amazon.com, I believe, after this. Okay. So the default checkout period is 14 days. I'm gonna shorten this to 7 days just because, let's say I'm a quick reader, perhaps.
Okay, so I confirm the checkout, and now I'm taken to the screen which says Get for Kindle. So I'm going to tap on that. And this is going to take me to Amazon.com, and I'm going to sign in here with my... I'm already signed in, but you would sign in with the account that you have at Amazon that's registered to your Kindle, right? Okay, so over on the right-hand side here, I see deliver to, you know, my Kindle. So if you had multiple devices, you would select which one you wanted the library ebook to go to right here. Since we just have this one, I'm going to leave it on the default setting here, and then I'm going to hit Get Library Book. Okay, and now I get this confirmation message. Your public library book has been delivered wirelessly. So as long as I'm on a Wi-Fi connection, let's go home here, and let's, so I'm gonna sync it real quick just to make sure that new book is there. And there it is, right at the beginning of my library here. So. You can see it's marked as a new book, and we're going to tap on it, and here we are. So since I set the checkout period to 7 days, after 7 days this book will just magically disappear from my library. You could always go back and download it again if it's available, or if someone else has checked it out, you could place a hold on it. But that's all there is to it. Downloading library books directly onto your Amazon Kindle.